So, meine Lieben, also, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin Michael, freue mich, dass ihr da seid. Wenn ihr das erste Mal dabei seid, freut es mich natürlich auch, dass ihr mich gefunden habt. Ich hoffe, ich habe ein spannendes Orakel für euch. Ich mache das Ganze in der 7. Generation meiner Familie, verfüge über eine natürliche und vererbte Gabe, Dinge zu sehen, zu spüren und natürlich auch die ganz klassische mediale Arbeit mit dem Jenseits oder anderen Dimensionen, sowie mein Energiearbeitssystem, das auf mir basiert und auf der Goldenergie. Genau, das mache ich, das mache ich seit 17 Jahren. Und heute möchte ich was vorstellen, nämlich eine alte Legung aus meiner Familie, die ein bisschen kompliziert ist, sich aber sehr gut lesen lässt. Und ich denke, wir gucken für ihn. Das sind übrigens meine Lenormand-Karten, die ich gezeichnet habe. Und wir schauen einfach konkret auf ihn. Was bringen ihm die nächsten 21 Tage? Ich ziehe die Karten einfach durch. Und dann geht's los. 1, 2, 3. 5, 6, 7, 8, 9. So, 14. Ihr seht, ich muss da auch selber immer ein bisschen drauf gucken, wo man das ganz genau hinlegt. So. Also. Und dann schauen wir uns aber auch mal noch das allgemeine Thema an, was so bei ihm los ist. Also ihr seht, es ist ein bisschen kompliziertes Legesystem, ja. Aber es wird auf jeden Fall uns sehr viel Aufschluss geben über die kommenden 3 Wochen, was bei ihm so passiert. So, das Main Topic ist eigentlich hier schon mal Happy Family. Komisch, habe ich ein paar Mal jetzt gezogen. Wundert mich. Also wirklich auch die Vereinigung, die Happy Family, ja. Okay, das ist so. Es kann aber auch Umgang, Gesellschaft und so weiter sein, ja. Er wird sich in den kommenden 3 Wochen sehr klar darüber sein, dass er manchmal, es ist ganz wichtig, der Fuchs schaut den Mond nicht an, ne, dass er zu seinen wahren Gefühlen stehen muss. Also es ist wirklich so, immer wenn der Fuchs den Hintern drauf zeigt, ist es immer ehrlich, da wo der Fuchs reinschaut, da ist es falsch. Und hier zeigt er also den Hintern auf die Emotionswelt, auf die Gefühle, auf den Mond, auf seinen Erfolg, auf seine Ehre, auf seine Anerkennung. Und er wird in den nächsten 3 Wochen definitiv zu seine wahren und ehrlichen und aufrichtigen Gefühle kennenlernen. Und das ist doch schon mal mega gut. So. Er wird weiterhin Schwierigkeiten, Komplikationen in seinem Leben beenden. Der Sarg, Leute, der Sarg ist keine Transformation, es ist keine Tarotkarte. Im Lenormand ist der Sarg ein Nein und ein Ende. Und hier beendet er. Entweder beendet er etwas mit einer anderen weiblichen Person. Die Schlange stellt immer auch, wenn euer Wunschpartner vielleicht noch gebunden ist, stellt es da in jedem Falle die Partnerin dar. Das wird er beenden. Das wird er loslassen. Seine 21-Tages-Challenge. Ja? Er beendet hier die Beziehung. Ganz klar, diese Beziehung stellt für ihn Ballast dar. Er geht, wir gehen wieder zurück auf seine ehrlichen Gefühle, hören. Und er möchte einen Neubeginn. Er möchte einen klaren Neubeginn hier haben. Ängste und Unsicherheiten lösen sich auf. Die dunkle Wolke an der Maus, das ist immer sehr gut. Maus nimmt Ängste und Befürchtungen. Dadurch kommt Klarheit rein, ja. Nur was lehnt er ab? Mäusepo. Er möchte im Moment nicht so direkt gleich wieder abhängig sein. Das lehnt er ab, Abhängigkeiten.
Nach der Trennung steht für ihn eine sehr schöne und positive Phase und Zeit an mit klaren Gesprächen. Und es geht ganz stabil für ihn. Ganz stabil geht es hier für ihn weiter. Er geht in seine Sehnsucht, er stabilisiert seine Sehnsüchte, Hoffnungen und Wünsche. Er äußert sie konkret, wahrscheinlich auch in deine Richtung, mit romantischen Treffen, die hier anstehen werden. Mit spirituellen, klaren Gesprächen, die dabei sind, die ihm mit dir eine wunderbare Zeit bescheren können. Es kommt zu dieser Veränderung auf der ganzen Ebene, auf der ganzen Seelentiefe und auch wirklich in die Stabilität, die du dir auch wirklich wünschst. Er wird jetzt aktiv, er geht in das Handeln, er verändert seine komplette Situation. Ja? Ängste und Befürchtungen, Ängste vor, wenn wir es rüberspiegeln, die Ängste vor Veränderung, vielleicht auch vor materiellem Verlust, er wird das alles überwinden. Er kommt über diesen Hürde, über diesen Berg in die Stabilität, in eine neue aktive Phase, die ist ihm noch gar nicht so bewusst, dass die tatsächlich ihm so viel Spaß und Freude bringen wird, ja? Und das ist doch mal auch wiederum mega gut. Also das, liebe Leute, wird auf jeden Fall eine ganz schöne Geschichte werden. Und jetzt schauen wir mal vielleicht rein, wie deine 21 Tage werden. So, der Einfachheit habe ich jetzt mal wirklich schon mal ausgelegt. Ich dachte, es ist wirklich simpler. Und wir gehen auch gleich los. Also hier auch die Gefühle, die im Vormarsch sind. Positive Nachrichten im emotionalen Bereich erreichen dich in den nächsten 21 Tagen. Ja. Dann gehen wir hier weiter und schauen uns das Ganze an. Es kommen Gespräche, die Stabilität bringen, die uns Sicherheit geben. So, etwas geht leider in deinem Haushalt kaputt, das muss ich gleich dazu sagen. Etwas geht im Haushalt kaputt, das ist immer meine Kombination. Wenn hier jetzt noch eine Wasserkarte in irgendeiner Form liegt, ist es Spülmaschine oder Waschmaschine? Nee, ist es nicht, es ist was Kleineres, aber trotzdem sorgt es für ein Ärgernis. So, er kommt mit Klarheiten. Er ist der Seelenpartner, er ist die Dualseele, damit der Wunschpartner, wie auch immer. Er kommt unerwartet auf dich zu, ja. Er wird dir wahrscheinlich berichten, dass er sich getrennt hat. Also das wirst du erfahren oder in die Trennung gehen wird, ja. Klare Gespräche, die in die Tiefe gehen. Feste, immerwährende und folgende Verabredungen sind da. Deine falschen Blockaden gehen raus, dein Kopfkino verschwindet, ja. Also hier verändert sich dieser ganze Punkt sehr positiv, ja, es enden auch hier die Unsicherheiten, die Ängste und dadurch kommt auch bei dir Stabilität rein. Also mit ihm geht es da jetzt in den kommenden 3 Wochen echt gut weiter. Also da gibt es einen großen Schritt. Also ich glaube, er macht sich einfach frei. Er macht sich frei von Altlasten, wenn er jetzt nicht gebunden ist, macht er sich hier von Altlasten natürlich frei. Und da geht es einen großen Schritt voran. Also von daher, Leute, es sieht richtig, richtig gut aus. Ich ziehe mal noch einen Energiebutton da drauf, der euch vielleicht unterstützen könnt. Den Link findet ihr ja unten, wie auch alles andere vom Shop. Die Blockadenlösung würde euch unterstützen und die Goldenergie. Also das wären die 2. Blockaden lösen, bitte unters Bett geben für eine Woche. Den Lichtcode bei euch tragen am Tage. Die Goldenergie in den Raum oder auch auf ein Bild von ihm draufgeben, den Button. Und dann funktioniert das. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr WhatsApp-Beratungen bei mir bucht. Die mache ich sehr gern. 10 Euro pro Frage, kriegt eine ausführliche WhatsApp. Auf Wunsch auch noch ein Foto vom Kartenbild oder so. Ist auch kein Problem. Und ja. Genau, ansonsten natürlich auch ausführliche Beratungen sind möglich. Festnetznummer ist unten hin drin in der Infobox, meine Webseite auch. Und ja, freue mich darauf. Übrigens nächste Woche ab Dienstag bin ich bei Astro TV im Live-Programm am Abend immer. Also vielleicht habt ihr ja mal Lust, auch da reinzuklicken. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mir Feedback hinterlasst, wie ihr das so findet, was ich so mache. Und bin ganz offen auch für Kritik, also ihr dürft auch gerne euch kritisch äußern und wünsche euch erstmal bis dahin alles, 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 alles Liebe und eine gute Zeit. Euer Malkiel.